Herzlich willkommen bei den UCSS News. Kevin Costner gibt sich nicht geschlagen, das ist eine sehr gute Sache, aber der Reihe nach. Seine Wildwest-Fantasie Horizon ist ja mittlerweile auch in deutschsprachigen Landen in aller Munde. Teil 1 ist bereits im Kino gestartet, Teil 2 soll noch heuer folgen, wahrscheinlich aber nicht in den USA. Das Ganze war und ist ja als Vierteiler fürs Kino konzipiert worden. Da möchte man meinen, das alles wäre jetzt eine große Niederlage für Regisseur und Mastermind Kevin Costner, aber weit gefehlt. Er trotzt den mäßigen Kritikerstimmen und der fehlenden Publikumsresonanz in einem Gespräch mit NBC. Gab Costner nun zu Protokoll, dass schon einiges von Teil 3 gedreht worden ist. Der Rest und auch Teil 4 soll hintereinander gedreht werden und zwar schon im Frühjahr 2025. Darf da auf jeden Fall sehr gespannt sein, denn da hat das Studio sicher noch das ein oder andere Wörtchen mitzureden. Ich halte die Daumen dafür, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das aussähe, wenn das alles unvollendet bliebe. Das Remake zu Alex Proyas The Crow aus dem Jahr 1994 ist in den Kinos in den USA gestartet, bei uns ist es dann Mitte des September soweit und jeder, der den Trailer gesehen hat und sich ein wenig mit dem Material beschäftigt, weiß natürlich, was uns da erwarten wird. Auch der Regisseur des Originals hat eine Meinung dazu und hält diese auch nicht zurück. Zynische Geldmacherei. Ein totes Pferd auspeitschen, ja, der mag den Film scheinbar wirklich richtig gern. Am Boxoffice legte der Film übrigens einen veritablen Bauchfleck hin. Am Eröffnungswochenende spielte der 4,6 Millionen Dollar ein und das, obwohl er in fast 2800 Kinos startete. Aber, und das sollte uns dann wirklich zu denken geben, es gibt News-Outlets, die uns genau das als Erfolg verkaufen wollen. Man spricht auf Collider beispielsweise von einem Meilenstein, da der Film jetzt bereits 10 Millionen weltweit eingespielt habe. Ich erinnere da gerne an das Produktionsbudget von 50 Millionen Dollar und natürlich sind, wer auch sonst, die toxischen Kritiker und Fans schuld. Ihr seht, das hat System und ist auch nicht auf Star Wars beschränkt. Wenn ihr es nicht mögt, dass wir das Original mit Füßen treten, wenn ihr nicht mögt, was für moderne Audienzen gemacht ist, aber dann auch nur genau diese erreicht, dann seid ihr die Bösen. Wann werdet ihr es eigentlich endlich lernen, hm? Vor bereits 6 Jahren wurde eine Serienadaption zum Erfolgsgame Alan Wake angekündigt. Man wollte dafür auf verworfene Story-Ideen zurückgreifen, allerdings erschien ja dann letztes Jahr der zweite Teil in Spieleform, also großes Umdenken, vor allem deshalb, weil das Sequel zu einem riesigen Hit avancierte. Und da wurde es dann doch recht still um die Serie, doch jetzt soll alles anders und vor allem größer werden. Das Entwicklerstudio Remedy gab nämlich bekannt, dass man eine Partnerschaft mit dem Medienunternehmen Annapurna eingegangen ist. Annapurna soll Remedy bei der Entwicklung ihres neuen Werks Control 2 behilflich sein. Im Gegenzug sollen die Werke von Remedy für die große Leinwand aufbereitet werden. Kurzum, der Publisher von Max Payne, Quantum Break und eben Alan Wake trifft auf das Studio, das verantwortlich ist für große Projekte wie Her, American Hustle, Nimona oder Zero Dark Thirty. Und Annapurna ist ja auch seinerseits als Spiele-Publisher aktiv. What Happened to Edith Finch, Journey und Stray sind nur 3 exzellente Beispiele dafür. Na also, wenn das mal keine Fantasie weckt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Marvel ist auf großer Reparationstour. Man hat offensichtlich erkannt, dass es so nicht weitergehen kann mit dem MCU und versucht jetzt alles, um die Fans doch bitte, bitte wieder zurückzuholen, dahin, wo sie gefälligst hingehören. Und der Nächste, der da seinen Teil dazu beiträgt, ist nun Chris Hemsworth. Er bekam nämlich vor kurzem eine Titelstory bei der Vanity Fair und macht sich selber dafür verantwortlich, dass Thor Love and Thunder so aussah, wie er aussah. Er sagte sinngemäß, dass er sich hat ins Improvisieren und in die Verrücktheit hineinziehen lassen und so zu einer Parodie seiner selbst wurde. Der Charakter wurde also übertrieben und auch der Abschluss gelang deshalb nicht. Ah, findest du, Chris? Gut erkannt, aber lass mich da bitte gerne eine Gegenfrage stellen. Glaubst du ernsthaft, dass das ausschließlich an dir liegt? Offensichtlich wurde das ja auf Regisseurseite forciert, also ist das auch nur so die halbe Wahrheit, aber ich verstehe schon. Wer haut schon gern andere Leute in die Pfanne, mit denen man eventuell nochmal zusammenarbeiten will? Oder muss? Ach ja, weiters ist Hemsworth der Meinung, er schulde den Fans deshalb noch einen weiteren Thor-Film, um das wieder gut zu machen. And there it is, back to the roots. Die Verzweiflung ist riesig, meine Güte.
Und das sagt noch einer, Hollywood sei nicht für Überraschungen gut. Mittendrin in der Promoarbeit von Gladiator 2 dachte man sich wohl im Hause Ridley Scott, dass es gut wäre, seinen Namen richtig vielfältig zu positionieren. Man will ja schließlich auch nicht vergessen werden, dann wenn es ernst wird. Und Apple TV Plus hat da jetzt brav mitgemacht. Völlig überraschend. Ohne großes Marketing im Voraus ist nämlich der Director's Cut von Napoleon auf der Streaming-Plattform erschienen. Dieser ist jetzt 48 Minuten länger als die Kinofassung und das kommt schon allein deshalb ein wenig aus dem Nichts, weil seitens Apple TV Plus bisher nicht wirklich großes Interesse bestand, das so handzuhaben. Umso schöner jetzt für den Film und vor allem für Ridley Scott-Fans, dass ihr Wunsch endlich erhört wurde. Bereits im letzten Update habe ich über mein Erlebnis mit dem neuen Blake Lively-Film nur noch ein einziges Mal berichtet, euch vom riesigen Erfolg dieses Produkts erzählt und weiters angeführt, dass es ja bereits eine Buchfortsetzung gibt, also alles bereit für einen zweiten Teil im Kino? Mitnichten, denn hinter den Kulissen kracht's formidabel und vor allem Frau Lively schaut da leider gar nicht gut aus. Bei der Premiere gab es Spannungen zwischen Regisseur Justin Baldoni und seiner Hauptdarstellerin, doch wo es damals noch um unterschiedliche finale Schnittfassungen ging, steht jetzt das Drehbuch im Fokus. Genauer gesagt geht es dabei um eine ganz bestimmte Szene, die bisher offiziell von Frau Lively improvisiert worden ist. In Wahrheit allerdings hat diese Szene wohl Ryan Reynolds geschrieben. Das hat die Hauptdarstellerin auch selber zugegeben und jetzt wird's aber problematisch. Der Film entstand nämlich mitten im WGA-Streik und jetzt dürft ihr dreimal raten, wer Mitglied in der WGA ist. Ryan Reynolds. Vollkommen richtig. Somit ist das ein klarer Verstoß gegen die Verordnungen der Writers Guild of America. Und da verstehe ich Herrn Baldoni nur allzu gut. Ah ja, wenn das persönliche Befinden über allem steht, gell? Fast 1,7 Milliarden Dollar an den Kinokassen, der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten. Alles steht Kopf 2 hat sich zu einer der größten Erfolgsgeschichten der letzten Zeit entwickelt. In der Höhe auch nicht vorauszusehen, aber natürlich ein riesiger Win für Disney. Da ist es klarerweise nur allzu verständlich, dass man bei Pixar mehr möchte und jetzt hat auch Pete Docter, mittlerweile CCO bei Pixar, bestätigt, dass man bereits auf großer Mission zur Ideensammlung ist. Es gäbe so viel zu erkunden, was noch in den ersten beiden Filmen aus Storygründen nicht funktioniert hätte. Offiziell bestätigt wurde ein Teil 3 noch nicht, dürfte aber eine Frage der Zeit sein. Vielleicht passiert das ja im Zuge der neuen Serie, basierend auf den beiden Erfolgsfilmen unter dem Namen Dream Productions. Diese wird nächstes Jahr schon starten und den Traumdesignern in Rileys Kopf auf die Finger schauen. Fans können sich also so oder so auf Nachschub freuen. Und immer wenn du denkst, das war's jetzt endlich, die Welt dreht sich weiter und alles geht seinen Gang, ja, dann muss noch jemand einen draufsetzen. Dass The Acolytes nach einer Staffel gecancelt wurde, ja, das vertragen einige Leute gar nicht. Allen voran Hauptdarstellerin Amanda Stenberg. Sie lässt das nämlich alles nicht so auf sich sitzen und meldete sich erneut in einem Video zu Wort, das in seiner Gesamtheit ein wahres Kunstwerk darstellt. Von der Inszenierung bis hin zur Aussage ist das nämlich ein Zeitdokument, ein Vermächtnis, das irgendwann ein Lehrstück sein könnte, nämlich darin, wie out of touch man eigentlich sein kann und darin, dass man die Rassismuskarte immer super spielen kann, vor allem dann, wenn der größte Rassist im Moment der Aufnahme vor der Kamera sitzt. Ihre Grundaussage: Die Show wurde nur von einer ganz kleinen Gruppe von Alt-Rights vernichtet. Meine Gegenfrage: Wenn es nur eine so kleine Gruppe war, wo waren denn die ganzen Menschen, wenn es ums Einschalten ging? Denn glaubt mir eines, Lucasfilm musste diese Show einstellen. Die Zahlen lügen nicht. Das, was da gerade passiert, das hätten sie sich nämlich liebend gern erspart. Dafür hättet ihr alle, die sich jetzt drüber grämen, einfach nur einschalten müssen. Wie auch immer, gemeinsam mit ihrem Diss-Track hat sich Frau Stenberg also im Rekordtempo richtig einen Namen gemacht in bestimmten Kreisen. Das ist auch irgendwo eine Leistung. Und solange man das auch nicht alles so ernst nimmt, passt's ja irgendwie.